Hallöchen, grüßt euch und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge der Deutschlandkarte in Transport Fever 2. Schön, dass ihr dabei seid. Mit dem Küstenexpress sind wir gerade Richtung Usedom unterwegs, die Baureihe 110 mit dem kunterbunten Wagenpark. Einfach nur schön, einmal hier über die Brücke bei Stralsund. Und genau hier wollen wir heute auch hin, denn wir werden hier hinten hier noch einen Bahnhof hinbauen und hier hinten von Sassnitz eine kleine Nebenbahn, die hier hält und dann einmal hier in Stralsund in den Hauptbahnhof reinfährt. Und jeder, der hier zum Fernverkehr will, der kann hier umsteigen. Und natürlich haben wir dann damit auch Sassnitz angebunden. Ein kleiner Hinweis noch in eigener Sache. Heute Abend, also am Veröffentlichungstag dieses Videos, am 20.03.2024, findet der große Geburtstagsstream statt. Auf dieser Karte hier. Ich werde heute 40 Jahre alt und ja, das wollen wir heute Abend so ein bisschen zusammen feiern hier auf der Map. Ein bisschen mitfahren, ein bisschen was basteln. Mal gucken, wer von euch Zeit hat und wer da vorbeikommen kann. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Der Stream ist auch schon angekündigt. Findet ihr auf der Hauptseite meines Kanals. Und ich würde mich sehr, 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 sehr freuen, euch alle dort begrüßen zu dürfen. So, jetzt legen wir aber los. Natürlich habe ich an dem Tag, wo ich das Video aufnehme, noch keinen Geburtstag. Ich nehme das den Sonntag davor auf, am 17.03. Also fühle ich mich noch gar nicht, als hätte ich Geburtstag. Deswegen, ja, ist das für mich ein ganz normaler Tag jetzt. Und wir bauen jetzt hier unseren kleinen Bahnhof hier rein. Natürlich mit zwei Gleisen. Nehmen hier mal das rote Design, das hatten wir länger nicht. Machen den Bahnhof 240 Meter lang und machen dann aber ein eigenes Gleis für die Nebenbahn. Ja, würde ich sagen. Machen wir ein eigenes kleines Gleis. Schließen wir den direkt hier an. Ja, kommt. Schließen wir direkt hier an. Hochgeschwindigkeit. Möchte aber kein Dach. Das baue ich alles selber. Und dann einmal zack hier angeschlossen. Nehmen wir hier die Signale noch weg und die Gleise und bauen uns hier das einmal nach unten. Na, das ist mir ein bisschen zu arg in der Steigung. Gucken wir mal, wie es so aussieht. Ja, das ist besser. Also was ich eigentlich damit eben sagen wollte ist, ich bin noch 39, wo ich das Video aufnehme und wenn das Video veröffentlicht wird, bin ich Level 40. So. Einmal ohne Oberleitung hier. 120. Da machen wir hier aber, machen wir ein Gleis oder zwei? Na komm, machen wir zwei. Aber ja, machen wir zwei. Ich glaube, das ist besser, sonst haben wir hier zu viel Stau. Sassnitz wird dann ja auch wachsen. Nehmen wir mal ein anderes Bahnsteigdesign. Machen den Bahnsteig auf der Seite ein bisschen kleiner. Ja, ist ja nur eine Nebenbahn. Machen den hier ein bisschen kleiner. Das passt, das einmal weg. Passagiergebäude, was haben wir hier Schönes im Angebot? Burghausen, das passt doch vielleicht ganz gut hier hin. Burghausen, und ich glaube, das Problem hatten wir schon öfter, ne? Dass wir hier nicht. Doch, das geht. Das hier können wir direkt nebendran bauen. Ja, finde ich eigentlich ganz nett. Planieren wir uns das hier alles, dass das alles auf einer Höhe ist. So. Verbinden das hier gleich mit der Straße. Einmal hier
herum. Dann hier dran. Zack. Und zack. Glätten das hier alles schön. Und das ist dann Stralsund, nicht Süd, sondern Ost. Stralsund, Ost. Oder Südost. Süden ist ja in die Richtung. Osten ist hier. Ja, machen wir Stralsund, Ost. Ich denke, das passt ganz gut. Dann müssen wir hier nur gucken. Der Küstenexpress, das ist ja die... Warte mal. 29. 1, 2... Nach der 3 halten wir hier und nach der 38 halten wir auch hier. So. Das ist schon mal super. Dann noch ein Signal hier als Einfahrsignal und würde dann hier auch noch mal 2 hinmachen. Ihr habt es ja bei dem Timelapse-Video gesehen. Ohne mich jetzt hier in den Himmel heben zu wollen. Aber die Abstände der Züge, zumindest im Essener Bahnhof, wo wir die meisten Linien haben, das hat mir schon gut gefallen. Also da kam es fast gar nicht vor, dass die Züge warten mussten. Das fand ich eigentlich ganz nice. Also die Abstände der Züge, die waren da schon okay. Und das liegt halt einfach auch daran, wenn man so viele... Lass mich mal kurz gucken. Wenn man so viele Blöcke halt baut, ne, dann hat man dann auch nicht das Problem. Und hier machen wir noch eine Unterführung. Oder lassen eine Oberführung. Überführung, nicht Oberführung, sondern Überführung. Ja, dann hat man nicht das Problem, dass die Züge aufeinander auffahren. Ne? Das ist eigentlich ganz nice. Hier machen wir noch Bänke. Hier machen wir einmal Bänke. Und dann machen wir hier noch eine Raucherzone. Für die Schmachtis, die Suchtis. Na, wo haben wir sie denn? Habe ich sie übersehen? Hier. Aber natürlich nur eine kleine. So, einmal hier, einmal hier. Und hier auch nochmal. So, perfekt. Und dann können wir die Linie schon mal einmal hier runterbauen. Dann nehmen wir 120. Müssen ja hier rein. Gut, dann müssen wir hier einmal leider die Stadt weg. Damit wir hier vorbeikommen. Hier haben wir Oberleitung liegen. Das könnten wir eigentlich noch mal ändern. Geht das hier einfach mit dem Werkzeug? Nein, das war ja, wäre zu einfach, ne? Ist aber auch nicht so schlimm, wenn hier noch Oberleitung drin liegt, ne? Aber hier brauchen wir keine. Das wird eine Dieselstrecke. Und die bauen wir aber komplett zweigleisig aus. Vielleicht auf der Insel dann eingleisig. Schauen wir mal. Einmal hier rum. Und dann einmal hinunter. Nach Stralsund. So. Hier machen wir dann eine Weiche. So rum. Ich möchte hier schon an den kürzeren Bahnsteig fahren. Und dann einmal nach Sassnitz. Das passt eigentlich ganz gut hier. Da können wir nämlich den Bahnhof als Kopfbahnhof bauen. Keiner. Und Eingang am Kopfende machen wir Mittel. Mittel. Könnten wir eigentlich mal einen höhengleichen Übergang machen, ne? Können wir
Aber das Problem ist ja, wir brauchen hier eigentlich gar keine Zweigleise, ne? Eigentlich ja nicht. Oder wir machen noch eine Strecke von hier einmal nach Usedom. Ich halte mir die Option mal offen, mal gucken, was ihr meint. Hier möchte ich aber. Konnte man das hier nicht auswählen? Genau, Ära A. Genau, hier dran. Übergang und da können wir hier auch noch einen Bahnübergang bauen. Boah, ich bin mir gar nicht mehr sicher, welche der passende. Da gab es so einen passenden dabei, aber welcher das jetzt hier war, eieiei, der war das. Mega. Das ist echt cool, aber was nicht cool ist, dass ich mal wieder Oberleitung gebaut habe. Ganze noch mal. Ohne Oberleitung und hier einmal den Bahnübergang. Der hier. Zack. Genial. Das ist echt cool. Brauch's ja eigentlich nicht, weil es ein Kopfbahnhof ist, aber dann machen wir hier an die Seite noch mal eine Treppe. Hier und hier. Und dann hat auch der Übergang hier einen Sinn, ne? Jetzt ist der BÜ wieder weg. So. Ach, das ist cool. Das ist richtig nice. Einmal hier noch ein Fußweg. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Und hier machen wir einfach, machen wir keinen Fußweg da. Machen wir das Ganze so. Das ist nice. Gefällt mir. Und dann die Strecke. Würde ich aber erstmal den Teil hier bauen. Autosave und da kann man schon mal Gedanken machen. Hier natürlich eine Brücke, ne? Gucken, in welcher Höhe wir darüber kommen. Kleine schöne Nebenbahn. Ach, geht mir der Autosave auf den Keks, aber es geht leider nicht ohne, ne? Es geht leider nicht ohne. Bisschen runter, bisschen mehr. Bis hier. Na. Was für eine Nebenbahn, vielleicht zu imposant, ne? Ist mir aber ein bisschen zu tief. Dass wir ab hier schon gerade fahren. Dass die Brücke so ein bisschen höher ist.
schließen das direkt hier an. Das war so eine schöne, seichte Steigung bzw. Gefälle haben. Und schließen das an. Perfekt. Und hier könnte man dann, mal gucken, ob das geht. Hier rüber. Ja, das würde sogar gehen. Das würde dann hier einmal auch noch in die Richtung fahren. Das würde sogar gehen. Das ist nice. Wartet, bevor wir jetzt die Brückenpfeiler bauen, machen wir hier schon mal die Weiche rein. Da machen wir gleich eine Doppelkreuzungsweiche. Wie gesagt, ich bin gespannt, was ihr schreibt, ob wir hier auch noch eine kleine Nebenbahn über Greifswald nach Usedom machen, dass wir hier wie so ein Gleisdreieck haben. Schauen wir mal. Wir machen hier erstmal die Brückenpfeiler. Erstmal glätten wir das alles. Und hier muss natürlich noch viel Wald hin. Das sieht immer furchtbar aus, aber das ist, glaube ich, Geschmackssache. Aber da wir ja hier die Insel eh noch viel mit Wald ausstatten, ist das eh kein Problem, wenn wir hier das alles übermalen. Und dann kommt ja eh Wald hin. Ne? Aber fürs Erste ein bisschen bemalen. Muss auch nicht alles sein, aber so grob, großflächig hier auch. Ich mag das halt überhaupt nicht. Das sieht irgendwie so künstlich aus. So. Dann die Pfeiler einmal hin. Achso, hier müssen wir auch noch. Muss halt sein. Jetzt aber. Der Brückenpfeiler. Wo waren sie? Da sind sie. Dann einmal das Widerlager. Zwei. Hier einen hin. Und hier einen hin. Ja. Sehr schön. Signale. Machen wir hier Formsignale. Richtige Richtung, hier einmal die Einfahrt, hier einmal die Einfahrt, hier noch zwei, dann brauchen wir hier noch eins, perfekt, perfekt, so mag ich das. Ach, bevor ich es vergesse, hier, darum wollte ich mich ja auch noch kümmern, dass wir hier so ein bisschen wegnehmen, damit wir bei der Mitfahrt auch die See sehen. Sonst ein bisschen schade. Hier auch noch so ein bisschen wegnehmen. Ja. Das ist schon besser. Dann einmal die Linie einrichten. Zack, 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 zack.
ist hier wieder schief gelaufen. Bei der 2 müssen wir auf die 3. Genau. Fahren hier rein. Fahren hier wieder raus. Und bei der 4 auf die 4. Das ist richtig, ne? Genau. Sehr schön. Puh, wie nennen wir das? RB 91 Stralsund. Das Netz. Wunderbar. Dann schicken wir noch. Drücken wir mal auf Play. Schicken hier noch die Fahrzeuge raus. Schauen mal, was wir da Schönes haben. Es gibt ja auch die Akku-Varianten, zum Beispiel von dem. Wo ist er? Wo sind die Akku-Varianten hier? Vom Talent. Und nein, ich lasse nicht den ICE-TD hier fahren. Den Mireo als Batterievariante und als Wasserstoffvariante. Das ist auch cool, ne? Lassen wir den mal fahren. Richtung lassen wir die Batterievariante fahren. Ha, sehr cool. Oder Landbahn, das passt sogar fast. Naja, es ist noch ein gutes Stück, aber ist schon cool. Und können wir dann bei Gelegenheit auch noch erweitern zur Doppeltraktion, ne? Kapazität von 130. Lassen wir 3 Stück fahren. Würde ich sagen, hier kann umgestiegen werden. Die Stadt erweitert sich dann eh nach hier. Hier würde ich Folgendes machen. Ich würde hier die Straße durchziehen hier unten. So. Geht das hier als Brücke? So, ne? So geht das. So. Und auf der Schnellfahrstrecke wollen wir ja keinen Bahnübergang. Das ziehen wir einmal hier rüber. Einmal hier dran. Und dann können wir nämlich hier auf die Seite noch einen Zugang machen. Hier. Das ist überall blöd. Nehmen wir hier die Bänke weg. So, zack und zack. Und dann machen wir hier. Machen wir die Bänke. So. Das ist vielleicht besser. Genau. Zwei Stück wollen schon nach Sassnitz. Ja, Sassnitz ist auch komplett im Einzugsgebiet. Da brauchen wir jetzt erstmal nichts machen. Und dann schicken wir hier noch einen raus. Zack, dann haben wir 3 Stück. Das sollte okay sein. Erstmal. Schön, schön. Die nächste Nebenbahn läuft. Ist. Und hier runter. Perfekt. Sehr schön. Geht hier eine Tunnel? Ja, hier kann man einen Tunnel machen. Hin an die Stelle, brauche kein großes.
Großer sein. Einmal aufwerten. Einmal, zweimal, dreimal. Sehr schön. Das verbinden wir nochmal so. Das verbinden wir nochmal so. Und dann sieht das doch schon ganz nice aus. Dann kann die Stadt hier sich ausbreiten, wenn sie möchte. Perfekt. Und dann können wir hier nämlich auch einen Bus dann noch hinführen. Schönes Fahrzeug, muss ich schon sagen. Der Mireo an sich. Schon ziemlich genial. Sehr cool. Der hat 6 dabei. Wir warten auch noch mal 4. Mal gucken, wie viele denn hier tatsächlich umsteigen. Und dann werden wir heute Abend im Stream uns hier um den ÖPNV noch kümmern. In Lübeck uns um den ÖPNV noch kümmern, damit der Bahnhof hier auch ordentlich Zugang hat, ne? Sehr, sehr schön. Schiffchen hier sollte eigentlich auch jetzt plus machen, ne, wenn es anlegt. Und dann gucken wir gleich nochmal beim Helgoland-Schiff, wie es da aussieht. Ah, der entlädt halt sehr langsam, ne? Aber nun gut. Schauen wir hier mal bei Helgoland. Ja, ich glaube, der Tom hat es geschrieben, dass wir hier auch den Hafen hier hätten setzen können. Ja, weiß ich auch nicht, warum ich das nicht gemacht habe. Eigentlich sinnbefreit das Ganze, aber nun gut. 39. Mal gespannt, wie Helgoland hier wächst. Schön. St. Peter-Ording haben wir auch noch nicht, ne? Cuxhaven haben wir ja mittlerweile. Wäre dann auch noch ÖPNV vonnöten. Aber das passt ja für den Stream heute Abend, dass wir da nichts Großartiges machen, wo man viel denken muss. Einfach ein Stream, wo wir ein bisschen schön chillig zusammen sind. Ein bisschen hier an der Karte basteln. Sehr, sehr schön. Eine weitere Nebenbahn. Mit einem Wasserstoff-Mireo. Ich glaube, der andere war Akku, ne? Akku und Wasserstoff. Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube schon, ne? Na komm, Autosave. Jetzt seht ihr mal, wie vergesslich man wird. Ganz kurz gucken. Ja, Batterie ist ja quasi Akku. Also Akku und Wasserstoff. Genial. Sehr schön. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und würde mich sehr freuen, wenn wir uns heute Abend im Stream wiedersehen oder in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.